Ja, mein Name ist Dennis Petersen. Wir haben hier auf der Geest unseren Futterbau-Milchviehbetrieb. Wir produzieren hier mit unseren 300 Milchkühen ca. 3 Millionen Kilo Milch pro Jahr und haben ja, fast 10.000 Liter Herdendurchschnitt. Die Kühe werden zweimal am Tag gemolken und wir liegen bei 28 bis 30 Liter pro Kuh. Wir arbeiten hier mit einem Melkstand von GEA. Das ist ein 30er Swingover. Wir nutzen das ADF-System seit Februar 2018. Seit über einem Jahr muss ich sagen, es hat uns noch keinen Tag enttäuscht. Wenn irgendwelche Kleinigkeiten sind, dann ist ein guter Servicepartner hier in der Umgebung. Es ist eigentlich ein Rundum-Sorglos-Paket, was man mit der Firma ADF auch abgeschlossen hat mit dem Servicevertrag. Also das ADF-System habe ich das erste Mal auf einer Messe gesehen. Für uns interessant war, dass der Dip- und Desinfektionsvorgang eben durch das System automatisiert werden kann und wir auf unserem Betrieb mit verschiedenem Melkpersonal dann immer die Sicherheit haben, der Prozess des Dippens und Zwischendesinfizierens ist immer gleich gut erledigt. Die Kühe sind immer schick gedippt. Es gab auch Konkurrenzprodukte, aber ja, wir haben uns dann nachhaltig mit beschäftigt, ob das für uns auch in Frage kommen könnte. Und das Produkt ADF ist in meinen Augen also konkurrenzlos einfach gestrickt. Der Prozess ist schlank gehalten. Es gibt ja auch Dip-Roboter und Sonstiges. Wir wollen Kühe dippen und wir wollen nicht zum Mond fliegen. Und deswegen hat mich das Ganze überzeugt. Die größten Vorteile beim ADF-System sind für mich, dass wir keine Übertragung von Keimen von Euter zu Euter übers Melkzeug mehr haben. So, das ist ja schon eine nachhaltige Verbesserung der Eutergesundheit. Und dass wir unsere Melkzeiten sinnvoller nutzen können. Also früher haben wir 240 Kühe in derselben Zeit gemolken wie jetzt unsere 300. Also ich kann nur jedem empfehlen, dieses System zu installieren, weil es einfach die tägliche Arbeit wesentlich angenehmer macht. Kostet Geld, musst du haben.